in der heutigen Sendung. Meine Damen und Herren, steht mit Edgar Allan Poe ein Detektiv im Zentrum unserer und hoffentlich auch ihrer Aufmerksamkeit. Genauer besehen, der Vater aller Detektive. Ein Außenseiter der Gesellschaft, unerbittlich in seinem Spürsinn, in der Logik seiner Deduktionen, der Kunst des Sich-Einfühlens in den Täter. Ein Mann, den das Verbrechen kalt lässt und nur die Aufklärung interessiert. Naturgemäß ein sehr heftiger, dabei unangenehmer Trinker, ein meist enttäuschter Freund des anderen Geschlechts, ein Einzelgänger. Das alles und noch einiges mehr war jener Edgar Allan Poe, 1809 als zweiter Sohn eines nichtsnutzigen Schauspielers geboren, der sich bald nach der Geburt vom Acker machte. Gestorben ist Poe nur 40 Jahre später unter Umständen, die für immer ungeklärt bleiben werden. Als er starb, stand sein literarisches Vermächtnis mithin sein Anspruch auf Unsterblichkeit aus einem Dutzend äußerst kunstvoll komponierter Gedichte, aus knapp ebenso viel Erzählungen, einem einzigen nicht sonderlich erfolgreichen Roman, einer Handvoll Essays, hauptsächlich über die Technik des Schreibens, sowie zahllosen Buchbesprechungen, deren genauen Wert niemand mehr messen kann, weil die besprochenen Bücher völlig zu Recht aus unseren Bibliotheken verschwunden sind. Zeichnen wir mit groben Strichen den kurzen Lebensweg des Dichters nach. Geboren wurde er also 1809 in Boston im Staate Massachusetts. Beide Eltern sind Schauspieler. Der Vater wird sehr schnell nestflüchtig, selbstverständlich nicht, ohne zuvor noch eine Tochter gezeugt zu haben. Die Mutter, sie soll die begabtere Künstlerin gewesen sein. Die Mutter stirbt, als der junge Edgar gerade 2 Jahre alt geworden ist. Eine freundliche Familie, die Allans, nehmen das Waisenkind auf. Jetzt heißt er Edgar Allan Poe. Zwar wird er nicht adoptiert, doch er gehört eindeutig zur Familie. John Allan, sein, wenn man so will, sein Pflegevater, war ein umtriebiger Geschäftsmann. Als sein Unternehmen 1815 in Turbulenzen geriet, zog er mit seiner ganzen Familie erst nach Schottland, dann nach England. Kleine Edgar wurde auf verschiedene Schulen geschickt. Das sorgte für neue Einsamkeit, doch darin unterschied er sich nicht von anderen Kindern seines Alters. Wenige Jahre später hatte sich das Schicksal der Familie Allan wieder zum Besseren gewendet, zum unvergleichlich Besseren. Ein Onkel, einer der reichsten Männer des Staates Virginia, hinterließ seinem Neffen John Allan Grundstücke in schier unermesslichen Wert von $750.000. Das war der Gutschein für ein zumindest materiell sorgenfreies Leben. Edgar, er war jetzt 19, nahm eifrig Kredit auf diesen Gutschein. In Richmond soll er sich heimlich verlobt haben. An der Universität, an der er sich ein Jahr später im Fach Fremdsprachen immatrikulierte, führte er ein Leben voll, ja klar, Saus und Braus. Ließ keinen Streich, keinen Besuch auf der Rennbahn, kein Saufgelage und keine Wette aus. Bald häuften sich die Spielschulden, bald hatte der Ziehvater die Nase voll und drehte den Geldhahn zu. Es war der Anfang eines Zerwürfnisses, das 2 oder 3 Jahre später dazu führte, dass John Allan sein wohl nie völlig akzeptiertes Mündel, den kleinen Edgar, endgültig aus seinem Leben strich. Seine erste Frau, an der Edgar sehr gehangen hatte, war ein Jahr zuvor gestorben. Edgar Allan Poe musste sich durchschlagen. Er versuchte sich als Reporter, schrieb und veröffentlichte Gedichte, die niemand lesen wollte, landete dann bei der Armee, trank aber schon damals mehr, als man das selbst unter Soldaten für akzeptabel hielt. Schließlich wurde er vom Dienst suspendiert. Ende 1831 suchte er Zuflucht bei Verwandten in Baltimore. Dort traf er seinen älteren Bruder und wurde Zeuge, wie dieser Bruder recht jämmerlich an seinem Alkoholismus zugrunde ging. Dieser Tod scheint ihm zu einer leider nur vorübergehenden Läuterung verholfen zu haben. Poe begann nun, sich ernsthaft auf das berufsmäßige Schreiben zu konzentrieren, wurde, wie einige Biografen vermerken, zum ersten amerikanischen Schriftsteller, der sich das Ziel gesetzt hatte, nur vom Schreiben zu leben. Vorerst jedenfalls. Denn Schreiben ist natürlich ein ziemlich weiter Begriff.
Von seinen Gedichten konnte er sich nicht ernähren. Hier nur ein Beispiel. Für sein wohl bekanntestes Gedicht »Der Rabe« erhielt er gerade mal $9. Für ein anderes ein Dutzend Freiexemplare. Und auch ein Theaterstück, das er damals aufführte, brachte nur bescheidenen finanziellen Erfolg ein. Ein Auskommen fand er nur auf dem damals gerade sehr an Zuspruch gewinnenden Markt für Zeitschriften. Ein Markt, der begierig auf Neues war. Lange hielt er es in keiner dieser Redaktionen aus, nicht im Southern Literary Messenger, nicht im Burton's Gentleman's Magazine, nicht in Graham's Magazine und auch nicht im Broadway Journal und wie diese Titel auch immer heißen mochten. Gut, manche dieser Magazine waren auch nicht besonders langlebig, wurden eher als Spekulationsobjekte auf den Markt geworfen. Aber häufig genug hielten es auch die Redaktionen nicht mit ihm aus, mit Poe, dem Einzelgänger, der sich als Dichter ausgab, der immer alles ein wenig besser wusste, der immer ein wenig mehr gelesen hatte und dazu noch ständig trank. Es ist aber den Magazinen zu danken, dass sie einige der bedeutendsten Erzählungen von Edgar Allan Poe druckten und damit der Nachwelt bewahrten. Denken Sie nur, verehrte Zuseher, an den Untergang des Hauses Usher, jene weltberühmte Geschichte von dem Bruder, der seine wunderschöne Schwester, seine Zwillingsschwester, lebendig begräbt. Vielleicht können wir einen Moment bei dieser Erzählung bleiben. Sie erinnern sich, der Erzähler wird von dem Maler Usher, Roderick Usher, in dessen Haus irgendwo auf dem Lande gebeten, weil der Maler sich elend fühlt. Er leidet an einer Vielzahl von, heute würden wir sagen, psychosomatischen Störungen, Überempfindlichkeiten bei allen möglichen Sinnesreizen, Angstattacken und beständiger Furcht vor namenlosen Krankheiten, die ihn vielleicht befallen haben könnten. Als der Erzähler dieser Geschichte, als der Erzähler eintrifft, ist gerade die Zwillingsschwester des Malers gestorben. Auch sie litt an Gebrechen, die in den Büchern der Schulmedizin nicht oder nur kaum vorkommen. An unerklärlichen Starrkrämpfen und rätselhaften Lähmungen, die sich aber genauso auf unerklärliche Weise auch wieder lösten. Jetzt ist die Schwester gestorben. Roderick Usher bittet den Besucher, ihm zu helfen, das schöne Mädchen in eine Gruft im Hause zu legen. In 2 Wochen soll sie dann beerdigt werden. Die Wangen des Mädchens, bemerkt der Erzähler, sind noch rosig. Doch das kommt bei frisch Verstorbenen häufiger vor. In den kommenden Tagen werden die beiden Männer von einer seltsamen Erregung gepackt, für die sie vergeblich nach einem Grund suchen. Diese Erregung überträgt sich auf das ganze Haus und dessen Umgebung. Ein unnatürliches Glühen ist in der Dunkelheit auszumachen. Ein Glühen, wie der Erzähler es aus den Bildern des Malers, das Herrn Usher, wiederzuerkennen glaubt. Am Abend setzt er sich dann an das Bett des Künstlers, um ihn durch das Vorlesen einer Geschichte abzulenken. Er wählt einen romantischen Ritterroman, in dem ein Drache erschlagen wird. Der Drache schreit und plötzlich schreit es auch im Haus. Es schreit und ächzt und poltert. Und schließlich bekennt der Maler, dass dies die Schreie seiner Schwester sind, die er lebendig begraben habe. Unmittelbar darauf springt eine Tür auf. Die Schwester erscheint, schreitet auf ihren Bruder zu, stirbt jetzt wirklich, sinkt auf den Bruder, der gleichfalls stirbt. Der Besucher verlässt in panischer Flucht das Haus, das hinter ihm zusammenbricht. Klar, meine Damen und Herren, das ist starker Tobak. Das ist eine Gruselgeschichte, wie sie je nur einem schwermütigen Autor aus der schwarzen Feder floss. Das ist, um es auf Englisch zu sagen, Gothic at its best. Man kann sogar, gestatten Sie mir die kurze Abschweifung, man kann sogar an den Stoff für eine Oper denken. Und es sind alle Charaktere auch wie in der Oper gestern überbestimmt, überdeterminiert, Träger von Rollen. Und oft reden sie auch so, als deklamierten sie aus einem Libretto. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit, verehrte Damen und Herren, hier auf einen anderen Aspekt lenken. Edgar Allan Poe war als Autor ein oft begnadeter Konstrukteur. Er war kein Tüftler, der beim Niederschreiben erst die eine, dann die andere Möglichkeit ausprobierte, sondern ein Schriftsteller, der davon überzeugt war,
dass die Wirkung von Kunst gleichsam berechenbar sei, wenn man nur die Einzelteile im Gedicht, etwa Reim und Rhythmus, in der Prosa etwa die Beschreibung eines Gesichtes oder die Reaktion auf ein Geschehen, sorgfältig genug komponiert. Für sein Gedicht »Der Rabe«, das ihn kurzfristig in Amerika bekannt machte, das aber viel mächtiger unter den französischen Symbolisten nachwirkte, für dieses Gedicht hat er im Nachhinein eine Art poetologische Gebrauchsanleitung geschrieben. Darin ist zu lesen, warum diese oder jene Zeile genau so lauten muss und nur um den Preis der Zerstörung anders hätte formuliert werden können. Dieses, wenn Sie so wollen, mechanistische Verständnis von Kreativität korrespondiert auf eigentümliche Weise mit des Dichters Inbeschlagnahme aller übersinnlicher Erkundungsversuche. Oder besser gesagt, das Logische und das Übersinnliche waren bei Poe nie getrennt. Im Gegenteil, alles ist Zeichen, alles entspricht einer aufdeckbaren Logik, es gibt keinen Zufall. Am liebsten sah sich Poe als Entschlüssler von Geheimschriften. Und das führt uns zurück zu der Detektivarbeit, von der wir anfangs geredet haben, zu Ritter Auguste Dupin. Denn dieser Detektiv löst bekanntlich den Doppelmord in der Rue Morgue, indem er nachweist, dass nur ein Orang-Utan der Täter gewesen sein kann. In einer anderen Geschichte findet er den mysteriösen, entwendeten Brief, dessen Versteck darin liegt, offen zugänglich zu sein. Und der Mörder, der Marie Roget, die dritte dieser Geschichten, wird von Dupin gestellt, weil er sich so ganz und gar in diese Person und deren Handlungsabläufe hineinversetzen kann. Dieser Dupin, dieser Detektiv, ist ein Außenseiter, ein von der vornehmen Gesellschaft Verstoßener, die Autoritäten mit Verachtung strafender, exzentrischer, unglaublich kluger Kopf. Und so dürfen wir vermuten, so sah Edgar Allan Poe sich auch. Dass die Welt ihn so nicht sah, hat gewiss mehrere Gründe. Der mit Abstand hat grotesk eigentlich ein Superlativ, sagen wir mutig, der groteskeste Grund trägt den Namen seines ersten literarischen Biografen und Nachlassverwalters. Dieser Mann hieß mit vollem Namen Rufus Wilmot Griswold, ging auch dem Beruf eines Kritikers nach und er hasste Edgar Allan Poe aus tiefstem Herzen. Griswold schrieb den ersten Nachruf auf Poe, einen sehr langen, ausführlichen Artikel, der ausgerechnet am Tag der Beerdigung des Dichters erschien. Die Welt sei, schrieb Griswold, die Welt sei, weiß Gott, nicht ärmer geworden durch diesen Tod. Im Gegenteil, endlich sei er fort, der Säufer, Junkie, Geistesgestörte, der allzu lange seine Leser mit den Produkten seiner krankhaften Fantasie behelligt habe. Diesen Ton führt er unverzagt in einer Biografie von Edgar Allan Poe fort, die er mit Briefen des Verstorbenen anreicherte, von denen ein Großteil plumpe Fälschungen des Biografen selbst waren. Freunde des Dichters protestierten, doch das amerikanische Publikum fand Gefallen an dieser schmissigen Darstellung. So böse, so verrucht hatte es sich schon immer einen Schriftsteller gewünscht. Dank der Bemühungen seines Biografen ereilte Poe somit ein zweiter Tod. Ein Grabmal bekam Edgar Allan Poe erst 40 Jahre nach seinem Tod.